Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von des Undead Collectors Neue Games. Und zwar für den Monat Februar. Und ja, bevor die Fragen kommen, was ist mit dem Januar passiert? Der ist ausgefallen, weil ich da nur ein Game gekauft habe. Und das hätte sich dann nicht wirklich gelohnt, da wegen einem Spiel ein Video zu machen. Deswegen kommt es dann in diesen Part. Und für die Leute, die neu sind, ich werde oben links wieder einblenden, wie viel ich dafür bezahlt habe. Und dann fangen wir mal direkt damit an, und zwar am besten mit dem Game, das ich im Januar gekauft habe. Und zwar handelt es sich hierbei um One Piece Pirate Warriors 3 für die PlayStation 3. Und warum habe ich das Game gekauft? Ich habe die ersten beiden Teile davon schon durchgespielt. Und ja, ich hätte mir vielleicht auch warten können, bis ich das für die PlayStation 4 oder vielleicht auch, kommt auch glaube ich für die Switch jetzt schon raus, habe ich mitbekommen. Hätte ich auch da spielen können, aber dadurch, dass ich die ersten beiden Teile auf der PlayStation 3 gespielt habe, wollte ich halt deshalb auch auf die PlayStation 3 spielen und auch komplett spielen, vor allem mit der Platin-Trophy, genau. Und ja, dass man dann halt, aber bevor die Fragen kommen, nein, davon wird kein Let's Play kommen. Und das würde ich schön privat spielen, weil das sonst viel zu lange dauern wird. So, dann haben wir ein etwas anderes Game, was vielleicht nicht jeder kennt, und zwar Meteos. Das handelt sich um ein Puzzle-Spiel für den Nintendo DS. Ist auch eins von diesen Nintendo DS Games, was ich damals wieder verkauft hatte, weil ich es mal besessen hatte, weil ich es nicht mehr spielen wollte. Und habe es aus dem Grund gekauft, weil ich noch ein paar Highscores nachholen wollte. Das war auf jeden Fall überhaupt nicht teuer. Das war, ja, da war der Versand teurer als das Game selbst. Und da bin ich halt auch schon nach und nach so ein bisschen dabei, meine Highscores zumindest gleichzusetzen oder zu erhöhen, damit ich davon nur Bilder machen kann. Aber es macht trotzdem Spaß. Es ist auf jeden Fall kein leichter Puzzle. Also selbst wenn man ihn kann, ist er schwer, auf jeden Fall. Also er wird sozusagen immer schwerer. Man könnte sich das sozusagen vorstellen wie Tetris, nur noch schlimmer. Weil man halt unten muss man halt drei Linien bilden, also drei gleiche Felder, die dann nach oben fliegen, während Steine von oben runterfallen. Und wenn man halt zu lange braucht, verwandeln sich diese Steine, die nach oben fliegen, wieder in normale Steine. Und wenn dann alles zugebaut ist, dann ist schon vorbei. Auf jeden Fall ein sehr hektisches Spiel, wenn man es zum ersten Mal spielt. Dann haben wir ein Spiel, was die einen mögen und die anderen nicht mögen. Und zwar handelt es sich um die Wii U-Version von Paper Mario Color Splash. Ein Game, auf das ich mich sehr freue. Da waren die Leute ja geteilter Meinung. Ich habe mich da nicht groß informiert, was daran jetzt gut und was daran schlecht ist. Ich weiß nur, dass ich die 3DS-Version Sticker Star durchgespielt habe. Weil mir der Teil gefallen hat, habe ich dann einfach gesagt, gut, ich spiele den zwei Teil dann auch, weil er soll besser sein als Sticker Star, aber schlechter sein als hier die Legende vom Eonentor. Und das wird vermutlich auch der Grund sein, warum die Leute so ein bisschen geteilter Meinung waren, weil die Fans wollten dann wieder ein, ja, glaube ich, ein typisches RPG, und das ist, glaube ich, keins, glaube ich, mehr. Also das ist halt wie Sticker Star aufgebaut ist, mit Farben in dem Sinne. Werde ich auf jeden Fall freuen, kommt auch irgendwann mal ein Let's Play davon, werde ich dann blind Let's Playen auch. Nur wann es passieren wird, ist halt immer die Sache, ihr wisst ja. Mehr Games, als man eigentlich Zeit hat, sie zu spielen. So. Und das letzte Game für heute ist ein Kirby-Spiel, was ich eigentlich schon längst besessen habe. Ist auch eins von diesen von den Nintendo DS-Games, was ich verkauft hatte. Ich weiß gar nicht, was da in der Zeit los war. Warum habe ich da so viele Nintendo DS-Games verkauft? Und zwar, ich besitze das Game zwar schon, aber nur in der Sealed-Version. In Anführungszeichen nur Sealed. Und ich bin ja auch Sealed-Sammler, deswegen ich es da nicht auspacke. Deswegen habe ich mir das nochmal gekauft. Ist zwar nicht unbedingt das beste Kirby-Spiel, aber von selbst das schlechteste Kirby ist immer noch das beste. Immer noch besser als manche andere Spiele. Sage ich mir immer wieder. Und davon werde ich dann vielleicht auch irgendwann mal ein Let's Play machen. Was heißt vielleicht, werde ich machen, nur halt wann, ist auch die Frage. Weil ich möchte ja jedes Kirby auf meinem Kanal haben. Wird halt nur interessant, weil das wird halt dann kein Blind Let's Play sein. Aber ich weiß auch gar nicht mehr alles darüber. Ich weiß halt nur, dass die Story ein bisschen Banane war. Warum halt der Teil als schlechter Teil zählt. Aber es gab halt vorher bessere. Und deswegen, das war so ein leichter Downgrade in dem Sinne. Aber gut, ist ja nicht so wild. Wenn wir dann auf jeden Fall sehen, wenn davon irgendwann mal ein Let's Play kommt. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr Folgen von des Undead Collectors neue Games sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays, die auch kommen, oder vielleicht auch von den älteren Let's Plays, die schon gelaufen sind. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Monat, sofern ich wieder genug gekauft habe, wenn überhaupt. Ciao, ciao!